now we will do some mantras and japa. Jetzt werden wir einige Mantras wiederholen und Japa praktizieren. Mentally repeating any name of God is called a mantra. Mental jedes Mantra, also den Namen Gottes zu wiederholen, ist ein Japa. Japa means feeling the meaning of that mantra is called Japa. Japa bedeutet dann, wenn man die Bedeutung des Mantras spürt. Mantras are not ordinary sounds. Mantras sind keine gewöhnlichen Laute. They are revelations to the sages in their deep meditation. Es sind Offenbarungen der großen Heiligen tief in Meditation. Japa, there are four types. Es gibt vier Arten von Japa. Loud chanting is called Vaikari. Vaikari ist das laute Wiederholen. When you chant loudly, feel that every cell of the body vibrating with the sound. Spüre, wenn du laut wiederholst, wie jede einzelne Zelle deines Körpers vibriert. It is in the physical level. Das ist auf einer physischen Ebene. It purifies the body. Es reinigt den Körper. Second type of japa is called Upamsu. Upamsu ist die zweite Art von Japa. Second type of japa. Die zweite Art von Japa. In sensory level. Auf Sinnesebene. When you repeat, your ear alone should hear the sound. Dein Ohr alleine wird den Klang hören. Third type of japa is called Pasanti or Manasik. Der dritte Art von Japa? Pasanti. Or mental. Oder mental. Mentally repeating the mantra, mentals, but feeling the meaning. Mentales Wiederholen des Mantras mitspüren. Fourth one is para, beyond the three. Para, das vierte, ist dann jenseits der drei. Meditation comes. Dann kommt die Meditation. Just like a sleep comes. So wie auch der Schlaf kommt. And when I chant loudly, you repeat also loudly. Und wenn ich laut chante, dann werdet ihr es auch laut wiederholen. When I chant slowly, you also hear it and repeat it slowly. Wenn ich es langsam singe, dann werdet ihr es auch langsam wiederholen. When I tell mentally repeat the mantra, but feel the meaning. Und dann gehen wir über zur mentalen Wiederholung und spüre dabei die Bedeutung. Today we will do three mantras. Heute werden wir drei Mantras wiederholen. First one is called Om Namo Narayanaya. Das erste ist Om Namo Narayanaya. Salutations to all pervading consciousness. Es ist der Gruß an das alldurchdringende Bewusstsein. In that Ra has got so much power. Das Ra da drinnen hat sehr viel Kraft. If you remove that letter Ra from Narayanaya, wenn du Ra von Narayanaya wegnimmst, it is called Nayanaya. Dann ist es Nayanaya. Gives opposite meaning. Und das ist dann die gegensätzliche Bedeutung. Second mantra, Om Namah Shivaya. Das zweite Mantra, Om Namah Shivaya. I salute that absolute light of consciousness beyond all names and forms. Ich grüße das alldurchdringende Licht des großen Bewusstseins jenseits aller Namen und Formen. In that Ma has got so much power. Und hier hat Ma sehr große Kraft. If you remove the letter Ma from Om Namah Shivaya, it gives opposite meaning. Wenn du das Ma wieder wegnimmst, dann entsteht wieder die gegensätzliche Bedeutung. Nashivaya means not absolute consciousness. Nashivaya heißt dann nicht das alldurchdringende Bewusstsein. Join the Ra and Ma. Und wenn du Ra und Ma zusammenfügst, Om Namo Narayanaya called 8-letter mantra. Das Om Namo Narayanaya ist ein 8-silbiges Mantra. Om Namah Shivaya, 5-letter mantra. Om Namah Shivaya, ein 5-silbiges Mantra. In Sanskrit they call it Astakshari and Panchakshari. 8-letter, 5-letter. Und das sind die Namen des 8-silbigen und 5-silbigen Mantras. Yes, essence of these two mantras. Die Essenz dieser beiden Mantras. Ram. Ist Ram. Ram is very very important mantra, very similar to Om. Ram ist ein sehr kraftvolles Mantra, ähnlich dem Om. Ram also is called the Navel Center Chakra Mantra. Ram ist auch das Mantra für das Nabelchakra. The source of energy. Das ist die Quelle der Energie. When our bodies are in the mother's womb, wenn
unser Körper in dem Mutterleib ist. Navel center is the connecting link between mother and baby. Der Nabel ist ja die Verbindung zwischen Mutter und Kind. And when you chant Ram Ram Ram, you feel the energy is going upwards. Wenn du nun Ram 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 wiederholst, dann spürst du, wie die Energie nach oben steigt. In the beginning we do Japa. Am Anfang machen wir jetzt Japa. Then the entire nature will repeat for us. Und dann die ganze Natur wird das wiederholen für uns. Let us do. When I chant loudly, you will hear. When you repeat loudly, I will hear. Wenn ich es laut vorsinge, dann hört ihr zu. Und wenn ihr es laut singt, dann höre ich zu im Wechsel. When I chant Om, you hear. When you repeat Om, I will hear. Wenn ich Om chante, hört ihr zu. Wenn ihr Om chantet, höre ich zu. Om. Om namo narayanaya. Om namo narayanaya.
mentally. Im Geist. I salute that all-pervading consciousness. Ich grüße das alldurchdringende Bewusstsein. Feel the meaning. Spüre die Bedeutung. Mentally repeat Om Namo Narayana. Im Geiste wiederhole Om Namo Narayana. Salute that absolute light of consciousness beyond all names and forms. Ich grüße das Licht des größten Bewusstseins jenseits aller Namen und Formen.
Ram. Hear the sound in all sounds that come to your ears. Höre es in allen Klängen, die an dein Ohr dringen. And nature will repeat Ram for you. Und die Natur wird Ram, Ram für dich wiederholen. Höre die Stimme.